Frauen im Liechtenstein müssen nicht mehr länger Angst haben, dass sie wegen einem Schwangerschaftsabbruch bestraft werden. Der Landtag hat grünes Licht gegeben für eine Lösung, die Abbrüche im Ausland zulässt. 18 Abgeordnete haben der Regierungsvorlage zugestimmt. Ein jahrelanges Hickhack hat damit der Mittwochabend ein Ende gefunden. Es ist, glaube ich, nicht so, dass gestern der Landtag Grund hat zum Jubeln, dass man das nun beschlossen hat. Bei so einer Vorlage verliert einfach irgendjemand immer. Es ist, die Vorlage ist eigentlich zweiteilig. Es ist zum einen der Wegfall vom Weltrechtsprinzip und zum zweiten ist es der Paragraph 96 vom Strafgesetzbuch, wo Frau von der Strafverfolgung befreit bei einem Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Bedingungen. Wichtig ist, dass wir im Artikel 96 die Bedingungen relativ hoch geschraubt haben. Man hat ethische, juristische und medizinische Indikationen definiert, unter denen der Schwangerschaftsabbruch straffrei ist. Es ist auch wichtig, dass man in den Materialien zum Gesetz einige Sachen festgelegt hat. Es ist wichtig, dass man jetzt endlich einmal festgelegt hat, strafgesetzlich, wann beginnt die Schwangerschaft. Es ist wichtig, dass man festgelegt hat, dass das Recht auf Leben höher gewertet wird, dass wir das Recht auf Selbstbestimmung. Zum Beispiel wird es auch nicht so sein, dass eine Abtreibung straffrei ist, wenn eine Schwangerschaft einfach zu Unzeiten passiert ist. Die tiefen Studierendenzahlen an der Universität und die finanziellen Probleme, die damit zusammenhängen, haben am Donnerstag im Landtag ein breites Echo gefunden. Die Regierung ist aufgefordert worden, das Debakel nicht ohne Konsequenzen auszusitzen, auch wenn jetzt eine neue Strategie erarbeitet wird. Dass der Landtag ein Interesse hat, um informiert zu sein über Sachen, die sie selber Finanzbeschlüsse gefällt haben, ist für mich verständlich. Ich habe darum auch schon im letzten November im Rahmen eines nicht öffentlichen Landtags den Landtag darüber informiert. Es war schon traktandier für den Landtag. Also, dass ein gewisses Interesse besteht, ist mir völlig klar. Aber wichtig ist, dass wir jetzt schauen, wie wir die Universität gut ausrichten können.